sind hier in Bremen. Und wo, das werdet ihr gleich sagen. Ich habe euch ja gesagt beim letzten Video. Heute heben wir ab und wir nehmen euch gleich mit. Wir, das sind Anja, Paul, meine Lieblingsmitarbeiterin hier. Sie macht übrigens den Shop ganz alleine. Alles so liebevoll verpackt und ja, sozusagen meine rechte Hand, ne? Die ganze Rechnung, alles selbst. So, und jetzt geht's ab. Bisschen nervös, aber es ist mal ganz was anderes, denn ich habe Anja zu Weihnachten dieses Geschenk gemacht und gesagt, ich muss irgendwas ganz Besonderes haben für Vera. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt was Besonderes. Und weil wir natürlich ganz dicht in Bremen oder bei Bremen wohnen, ne, am Bremer Flughafen, habe ich gedacht, wir heben ab und zwar hier im Flugsimulator. Ich finde, das ist mal eine richtig spannende, andere Geschichte. Ja, jetzt gucken wir mal. Moin, hallo. Moin, hi, ich bin Max. Anja, hi. Anja, hi, komm rein. Ja, willkommen auf dem Flugsimulator. Habt ihr gut hergefunden? Ja, klar, das ist ja kein Problem. Yes. Wir wohnen 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Und perfekt. Deswegen habe ich gedacht, das muss ja mal irgendwie sowas richtig Neues, anderes, Spannendes sein. Klasse. Ja. Und ihr wollt mal eine Runde fliegen heute? Ja. Mal hinter die Kulissen schauen. Ja. Super, habt ihr irgendwie Vorerfahrung schon mal fliegen, Urlaub geflogen wahrscheinlich? Sind jetzt ja, heute mal. Zweimal in meinem ganzen Leben bin ich geflogen. Super. Zweimal erst? Ich bin erst zweimal, ja wirklich, ich bin erst zweimal in meinem Leben geflogen. Beide Male, nein, das stimmt gar nicht, oh ich lüge, tut mir leid, dreimal. Das erste Mal, wirklich das allererste Mal bin ich geflogen mit meinem Bruder, mit Ryanair. Und das zweite Mal bin ich dann in die Flitterwochen geflogen mit meinem Mann. Und dann sind wir noch einmal mit unserer Tochter geflogen. Und heute hier jetzt fliegst du selber. Fliege ich selber. Ja. Super. Cool. Ja, perfekt. Dann, ja, bei Ryanair sind die Boeing geflogen. Heute habt ihr mal die Chance, mal in den echten Airbus-Simulator reinzuschauen. Das Ganze ist ein Original-Cockpit von einer Airfrungsmaschine. Das haben wir abgetrennt hier aufgebaut für Leute wie euch, die einfach mal hinter die Kulissen schauen wollen. Ich würde sagen, wir gehen mal in unseren Briefingraum. Ich erkläre ein bisschen was zum Airbus-Simulator, wie das Ganze funktioniert. Moin. Und, Hallo! Moin! Ja, nehmt mal Platz. Ihr beide fliegt zusammen heute? Ja. Wie gesagt, das Ganze ist ein Original-Cockpit, eine Air France-Maschine, Airbus A320. Mhm. Und den haben wir damals abgeschnitten, der Flieger ist in Rente geschickt worden, sagen wir mal so. Und wir haben das halt für Leute wie euch hier aufgebaut, um denen das ganze Fliegen ein bisschen näher zu bringen. Also, wir erzählen ein bisschen was, technische Daten, wie groß ist so ein Flieger. Und aber wie gesagt, dies natürlich. Wie sieht das Cockpit aus? Natürlich für euch wahrscheinlich alles sehr erschlagen, relativ viele Knöpfe. Aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, wenn man da ein bisschen Routine drin hat, das kann. Wir drücken einfach alle, bis die Maschine abhebt. Genau. Ich sitze dahinter, ich erkläre euch alles und dann schauen wir uns das mal an. Das Ganze ist recht groß. Vorne im Flieger werdet ihr das gar nicht so merken. Tür ist zu, wie gesagt. Und ja, um mal so einen Eindruck zu bekommen, das Ganze geht los von 390 ca. 68 Tonnen, geht dann hoch bis um die etwa 90 Tonnen beim A23. Das Ganze ist eigentlich, wie gesagt, vom Kopf. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 68 Tonnen. Genau. Wie viele LKWs wären das? Also jetzt mal, auf, wir müssen mal irgendwie so, dass ich da achten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, also du kennst jetzt so einen 300 Tonner, das ist in etwa so ein Sprinter, also ungefähr 20 Stück davon. 20 LKWs gehen gleichzeitig quasi in die Luft. Genau. Also für mich ist das ja immer noch unglaublich, ne? Aber ja. Ich vertraue dazu 100% wirklich auf die Technik, aber es ist gigantisch. Echt nach wie vor, immer noch. Auf jeden Fall, ja, natürlich, wenn man mal klar diese Zahlen hört, ist natürlich schon so, und dann, was heißt hier 840 Reisegeschwindigkeit, das ist die Konstante. Und wie viel hast du beim Start, wie viel Schub, weil das ist immer das Geilste. Also ich liebe genau, Fliegen, ne? Genau. Also ich finde das immer super, wenn da ein Pilot ist, der will so und das hochgeht. Nein, nicht so langsam, nicht so ja, ja. Dann denkst du mal, ja, jetzt gib mal Gas, sonst kommt die Kiste gleich nicht hoch mit dem Hintern. Aber wie viel Startgeschwindigkeit? Wir haben so in etwa, also in der Fliegerei ist alles in Knoten berechnet, sagen wir mal so, das sind ungefähr ein Faktor 2, also wenn du Knoten mal 2 hast, du ungefähr km/h. Und wir, die Rotationsgeschwindigkeit ist natürlich ein bisschen abhängig von äußerlichen Faktoren, wie Temperatur und so weiter, wie schwer der Flieger ist. Aber so in etwa kann man sagen, zwischen 130 und 140 Knoten, das sind in etwa 250 bis 280 km/h. Hat man aber nicht das Gefühl, wenn man im Flieger sitzt, natürlich dass er schon diese Geschwindigkeit nein, hat? Nein, nein, nein. Wahrscheinlich, wenn ihr auch mal oben auf der Besucherterrasse im Regen gestanden habt und so ein Flieger kommt rein, sieht alles schon sehr, sehr langsam aus. Ja, genau. Ich aber denke ich mal, wie hält er sich noch? Wie hält ja, er sich ja noch? Und dann hat er immer noch viel. Auch noch immer 200 noch was? Oder? Ja, in etwa. Also, wie gesagt, die Minimalgeschwindigkeit im Airbus liegt in etwa bei 130 Knoten. Das sind etwa 250 km pro Stunde. Das ist eigentlich der Minimalwert, mit dem wir dann fliegen. Aber wie gesagt, von innen sieht es gar nicht so viel aus.
Ja, und von außen auch. Also alles optische Täuschung sozusagen. Ja, so ein bisschen natürlich auch durch die Dimension bedingt. Ne? Der Flieger ist sehr groß. Und aber wie gesagt, immer noch relativ zügig unterwegs und auch recht schwer, wie ihr an den Daten sehen könnt. Super. Also ich würde sagen, das war mal so die Präsentation. Alles natürlich sehr viel. Aber wie gesagt, wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Du fliegst zuerst. Ja, das, kann ja Paul. Das kann ja was werden. Genau. Wo geht's hin? Wo möchtest du gerne hin? Also ich möchte nach Hawaii. Das ist so ein Traum von mir. Wenn du da aussteigst aus dem Flugzeug, kriegst du so eine Blumenkette umgehangen. Habe ich mal gehört. Ne? Ob das dann nachher so ist, weiß ich nicht. Aber ne? Ja, dass die Blumenkette umhängt, wenn wir wieder da sind. Also ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich war ja eine Überraschung. Ich muss jetzt erstmal eben kurz, ne, wo kann ich denn hingehen? Was ist denn für ein Traum-Hotspot? Also wie gesagt, ich bin ja noch nie so weit rumgekommen. Also ich hätte mal Bock auf die Malediven, aber das ist bestimmt voll schwer, oder? Weil die Inseln so klein sind, ist das ein... Ja, schon mal. Das ist immer abhängig davon, wie lang die Landebahn ist, aber ich glaube, heute haben wir eine lange Landebahn. Das kriegen wir hin. Ja, nehmt gerne Platz. Das ist der Simulator. Okay. Du kannst einmal rechts Platz nehmen. Du darfst auch nicht dicker sein, ne? Also wenn man so auf Toilette muss im Flugzeug, dann denke ich auch immer, oh, ist das hier in, so geht das immer. Aber ne, ich bin ja noch Gazelle, das passt. Also, Alter. Wir haben hier so eine schöne Liste an Flughäfen, die wir fliegen können. Du wolltest ja fliegen. Ich würde sagen, wir fliegen mal auf den Malediven los. Aber das war Malediven, was haltet ihr davon? Ja, ist super, aber ich... So. Hast du es geschafft? Ja! Hast du es endlich geschafft? Ich schwitze jetzt schon, ey. Völlig. Das Ganze bewegt sich jetzt. Ich muss gleich. Nee, du musst nichts machen. Du guckst nur auf die Geschwindigkeit hier. Ja. Aber wir sind gar nicht gerade, oder? Bisschen ins rechte Pedal treten. Weiter. So ist gut. Bisschen mehr so. Also halten dann? Ja, genau, halten so. Du sollst bei 140 Knoten rotieren. Bisschen ins linke Pedal jetzt. Und jetzt am Stick ziehen. Zieh mal am Stick. Weiter. Guck mal auf dein Display. Und jetzt den schwarzen Punkt auf 15 Grad stellen. Bisschen mehr noch ziehen. Bisschen mehr noch. Und so halten. Perfekt. So halten. Bisschen die Nase runternehmen wieder. Bisschen rücken. Wie geil ist das denn? Du fährst mal das Fahrwerk ein. Fahrwerk. Du musst bisher zum Arbeiten hier und nicht zum Rausschauen. So, die Hand ruhig am Stick lassen. Okay, aber nicht bewegen, ne? Ja, das sieht gut aus. Jetzt die Nase mal auf 10 Grad nehmen und den Schubhebel 2 Rasten zurückziehen. So, jetzt hältst du mal diese 10 Grad einfach. Wir schauen mal raus, Wetter ist schön. Landeklappen auf 2 setzen. So? Jetzt fliegst du noch ein bisschen geradeaus. 1, 2. Dann kannst du noch ein bisschen ziehen. Jetzt können wir den Punkt der Spur nochmal. Jetzt noch ein bisschen das rechte Pedal auf der Landebahn bleiben. Sehr, sehr schön. Super. Total easy. Cool. Ich würde sagen, nächstes Mal fliegst du einfach. Ja, definitiv. Jetzt machen wir den Bunkerschuh wieder rein. Schön die Palmen hier alle. Ja, cool. Ja, aber jetzt kannst du mal die Bremse treten, oben auf die Pedale treten, beide gleichzeitig. Ja, richtig gut. Richtig gut. Sehr geil. Der Hammer. Das ist ein Erlebnis. Oh. Wir haben es überlebt. Aber... Okay, mit mir wären wir fast abgestürzt. Wir aber durchstarten. Ne? Ich wollte das auch eigentlich üben, durchstarten. Das ist so meins eher, ne? Landen. Wie langweilig kann jeder? Nein, das stimmt. Paulchen, hast du uns. Vor allem das Geile an St. Martin. Wir sind eben gelandet, ne? Da waren überhaupt gar keine Leute in meinem Zaun. Ne? Die sind ja alle abgehauen. Die hatten schon so Schiss, haben sie gedacht. Oh, jetzt kommt da so eine crazy Maschine aus Deutschland. Weg! Und so. Ach, aber, es war.
vor allen Dingen auch so voll real, ne? Also so. Ja, total. Wo du denkst, total real. Okay, wenn du jetzt nicht aufpasst, bisschen hier, bisschen ja. da. Viel Konzentration. Also, muss man gemacht haben. Ja, so Mädels, ich habe hier mal unser Zertifikat gemacht für die erfolgreiche Landung des Airbus. Trotz Flip-Flop. Das übergebe ich hier ganz feierlich, ja, einmal für Anja. Cool, danke. Sehr, sehr schön. Und, schönes Bild. Auch für dich. Ja, danke schön. Cool. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und auf jeden Fall. Ich konnte mal einen kleinen Eindruck gewinnen, wie es so läuft. Und, willst du uns einstellen? Definitiv. Auf jeden Fall. Sehr aber gut gemacht. Ein bisschen gezögert hast du schon. Nein, das scheint nicht so. Ne? Aber super, ja, wenn es Spaß gemacht hat. Vielen Dank. Komm gut nach Hause und vielen Dank. Ne? Dann sehen wir uns bei dir. Kommt immer vorne vorbei. Ne? Ja, nächsten gemeinsam Urlaub fliegen. Ja. Super. Alles klar. Okay, bis dann. Perfekt, dann tschüss. Gut, ja? Ciao. Spaß hattet. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Geschenkidee für eure Lieben oder so. Oder ja, keine Ahnung, wer vielleicht Hunger hat. Das braucht ihr gar nicht haben. Also ich kann euch sagen, da kann gar nichts passieren. Und ansonsten, wenn ihr Bock auf diese Aktion habt, dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Die Seite findet ihr hier nachher in unserer Infobox. Also in diesem Sinne, wir starten mal weiter durch und heben ab. Wir gehen jetzt schön etwas essen.